So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ulukas Peterbus für Creed.de in Neverwinter. Und wir sind auf der Jagd nach der Krone. Wir wollen jemanden finden, der weiß, wo die Krone ist, die gestohlen worden ist. Und dafür müssen wir irgendwelchen Entführern hinterhersteigen. Aber davon erzählt uns jetzt der Gefreite hier mehr über die Todesratten. Anscheinend wollen nicht nur wir von Gothwen erfahren, wo sich Karsof und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Gothwen seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht, Gothwen wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Okay. Er weiß auch schon wieder, was wir in irgendeiner Truhe finden werden, der wir begegnen. Dann. Blackleg-Viertel Wo ist sehr steckst du, gefährlich. Udukas? Da vorne bist du. Bist du bereit? Nimm mal das vom Skirmish Master an, kannst du das? Kann ich? Ich weiß nicht. Was im Black Lake schlummert? Immer mehr Untote. Okay, dann machen wir das auch mal. Das sind wahrscheinlich diese Herausforderungen da oben, oder? Vielleicht? Nein? Wer weiß. Na gut, dann gehen wir mal los. Abenteuer im Black Lake Viertel? Deckt euch bloß mit Heiltränken ein. Kommst du? Wollen uns doch mal hier hinten umsehen. Hier entlang müssen wir. Was machen wir zuerst? Finden wir heraus, was im Black Lake schlummert, oder schauen wir uns zuerst die Hauptquest-Reihe an? Das hier ist, ich nehme an, die Hauptquest. Was ist das? Abwasserkanal betreten. Nee, das ist die Hauptquest-Reihe. Das heißt, wir wollen uns das andere erstmal anschauen. Wo auch immer das ist. Da unten, irgendwo. Muss ich natürlich gleich wieder mit den nächstbesten Schlägern anlegen, ja? Das geht ja gar nicht anders. So, da will ich nicht runter. Lass uns hier vorne über die Brücke gehen, die noch funktioniert. Sie hat auch eine schön gruselige Atmosphäre, wobei es irgendwie ein bisschen. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich komisch an. Wo müssen wir überhaupt hin? Runter oder rauf? Alchemist Hazel, Alchemistenlabor. Ja, wir gehen mal da runter zum Seeufer. Da sind schon einige. So, hier weiter. Oder sind wir. Hier ist, glaube ich, ein Quest. Ja, aber das ist noch ein anderes. Das wollen wir jetzt gerade erstmal nicht. Wir wollen ja hier unten schauen. Da. Beim Seeufer. Guck mal hier, da ist wieder ein großer dabei. Den kannst du dich direkt anlegen. Ein bisschen Heilung dazwischen hauen, damit mein Tank hier auch brav weiter prügeln kann. Shit, jetzt haben wir mich selbst geheilt. Kommt mal wieder ein unidentifizierter Gegenstand, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn überhaupt brauchen können oder wer ihn gebrauchen kann. Bestimmt Traumhaft. was von Magier. Noch was? Ach nee. Hast du bekommen? Ich weiß immer noch nicht genau, wo wir hin müssen. Ah, das ist für dich, glaube ich. Wo müssen wir denn hin? Das müssen wir jetzt gerade mal rausfinden. Ufo. Ja, oh Gott, was habe ich hier aufgemacht? Und hier ist Religionszeug. Hauptseite, Katalog, Weltliste, Warteliste, Kalender,
Wow, wird man hier überfordert. Anstehende Ereignisse. Okay. Ein Religionsobjekt. Kannst du mal schnell herausfinden, wo wir für diese blöde was im Black Lake schlummert hin müssen? Irgendwie. Ah, wir müssen K drücken. Das K drücken. Okay. Wir sind. Das ist wohl so ein Ah, das Dungeon ist eine Ding. Instanz, wie es scheint. Hast du da jetzt. Sind wir da jetzt. Hast du Annehmen gekriegt? Ja, irgendwie Ach, schon. du hast eine Handelsabfrage gestartet mit mir. Ein Anführer. Hast du jetzt einen Gruppenbeitritt gekriegt? Okay. Dann treten wir doch mal dabei. Gut, sieht aus, als würden wir unsere erste Instanz bestreiten. Alle Spieler haben angenommen. Dungeon Finder ist auch mittlerweile echter Standard in solchen Spielen. Ja. So, dann gucken wir, was haben wir denn da alles? Ganz viele Level 10er. Was ja? Also. So, was will der Schüler Pinwin? Nur Zeug erzählen. Er hat keine Quest für uns, also ist das egal. Laufen wir den mal hinterher. Das ist ein Schurke offensichtlich, der es nicht fertiggebracht hat, sich in das Feuer zu stellen zum Heilen. Oh wow, was ist das denn? Ich glaube, wir haben einige Kleriker dabei. Mindestens zwei. Wahrscheinlich ist. Okay, hier kann ich nur Gier und dann passen. Nachdem es wie ein Schild ausschaut, glaube ich nie nicht. Okay. Mit einer Eins habe ich gerade Das halte ich gesehen. für eine beeindruckende Leistung. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Raumstufe 7. Da hinten kommt ein Klotz. Oh wow. Ein Koloss. Aoi Damage, der hier irgendwie gar nicht so viel Schaden macht. Und ein Udukas kriegt auf die Fresse. Wo bist du? Da bist du. Nimm die Heilung. Und ihr nehmt den Aoi-Schaden. Swoosh. Da kommt noch ein Koloss. Ja, guck, der hat Need gemacht. Ich glaube, das funktioniert hier so, dass alle immer Need machen, wenn sie können. Okay. Gut, dann haben wir natürlich auch auf alles Bedarf, was hier passiert. Oh mein Gott, er kommt zu mir. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gewonnen, was auch immer es ist. So, da kann ich nur Gier. Aber mach ja nur Gier. Außer Reichweite. Immerhin gibt es den Reichweitenindikator, auch wenn er nervig ist und laut. Aber es gibt einen.
Ist auch ganz gut, dass man mit Tastenkombinationen würfeln kann. Halte ich für eine sehr gute Sache. Oh Gott. Der Endgegner von dieser Instanz. Ein ganz gewaltiger. Ich stürze mich einfach mal rein, du heilst mich nicht. Da solltest du vielleicht trotzdem rausgehen, wenn es geht. Weil ich kann nicht unendlich heilen, wie dir aufgefallen ist. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ich muss das hier ein bisschen planen, wie ich heile. Ich kann da nicht einfach so willy-nilly. Aber ich kann mein Schild hochheben, dann bin ich immun. Ja, dann mach das doch. Klingt doch nach einer guten Lösung für das grundsätzliche Problem. Ich werde mal hier mein Ultimate auf den ausführen. Wo ist denn Deukalion? Wer ist das denn? Bist du das? Du bist das. Du musst auch mal geheilt werden. Der ist gegen irgendwas immun. Ich weiß noch nicht gegen was. Ziele erfüllt. Den meisten Schaden erlitten. Was? Bedarf, Bedarf. Am meisten am Boden. Die meisten TP geteilt. Ich bin der beste Heiler offensichtlich. Um einen Faktor von sehr hoch. Da kann man hier so eine Truhe, die man öffnen kann, für sich selber annehmen. Jawohl. Und noch eine Stufe aufgestiegen, oder? Nein. Oder? Nein. Was? Oh, ich habe einen Kraftpunkt erhalten. Das heißt, ich könnte mein heilendes Wort verbessern. Ich könnte alles irgendwie machen. Ich könnte. Ach, das Astralsiegel. Wenn man die Haut, die ein Astralsiegel drauf haben, dann heilt man sich da dran. Okay. Dann erhöhe ich das doch mal. Würde ich sagen. Dann kann ich das, ja. Schaden plus 10% und plus eine Sekunde Dauer. Klingt gut. Das nehmen wir. Das nehmen wir. So. Okay. Schließen. Einer ist offline. Komm mal raus, hier wird Wie gekämpft komme ich denn hier offline. raus? Ach, da. Das ist so ein leuchtendes blaues irgendwas. Ich komme raus. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. So. Oh wow, hier wird wirklich gekämpft. Du hast nicht gelogen. Lass dich heilen. Lass dich weiter heilen. Lass dich richtig hart heilen. Gehen wir aus dieser Gruppe raus? Ja. Wie gehen wir aus dieser Gruppe raus? Ich nehme an, wir drücken F2. Und Gruppe verlassen. Dann drücke ich auf dich. Und okay, du hast es dann schneller gemacht als ich. Auch recht. So, dann stürzen wir uns jetzt noch in die Aquädukte, na hier, in die Abwässerkanäle. Und zu den Todesratten, das machen wir heute noch, das machen wir jetzt noch. Das ist noch drin, so viel Zeit muss sein. So, und dieses Siegel muss ich mehr verteilen, weil wenn du die haust, dann heilst du dich da dran. Die so ein Siegel drauf Klingt haben. praktisch. Ja, nicht wahr? Das ist mir dann auch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Die nehmen wir nicht an. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen die Krone finden. Die Krone. Hier über die Brücke. Und hier rüber. Und darauf. Hier um die Ecke gleiten und da hinein. So. Swoosh. Irgendwie sehen wir uns sehr ähnlich. Abgesehen von der Rüstung, also von den Waffen her, war es was anderes als ich. Oh, die Todesratten. Okay.
Ah, ich wollte ja das zuerst auf alle Gegner verteilen, damit du dich so ein bisschen heilst. Eine gute Sache, dieses Siegel. Sehr gute Sache. Wie ist das eklig hier unten? Das machen wir mal kürzer. Mit AOE Damage. Nachdem wir hier alles komisch aussprechen, was Englisch ist. Hier ist ein Religionskit. Hey. Da muss ich direkt hinsliden. Danke für den Hinweis. Eisenerz und grünes Vitriol. Ich kann mich noch an Schwarz. Nein, oh mein Gott, der Boden ist unter meinen Füßen. Ich kann mich noch an schwarzes Vitriol erinnern. Das hat man gebraucht, um den Stein der Weisen herzustellen bei World of Warcraft. Fallen? Hier gibt's Fallen. Hast du das gesehen? Ich hatte Teile in mich stecken. Das ist ja überragend. Du brauchst mehr Heilung. Gewöhnen wir uns einfach mal dran und machen auch hier Bedarf, oder? Ist ja egal. Spielt ja gar keine Rolle. Muss gleich mal die ganzen Dinge identifizieren, die ich da hab. Also die Engine fühlt sich komisch an, ne? So, stimmen wir doch wieder überein. Ja, warte mal. Ah. Ja. Okay. Gerade mal ins Inventar schauen hier im Feuer, wo man sich erstaunlicherweise nicht verbrennt. Oh ja. Erforderliche Stufe 8 dauert noch einen Moment. Aber ich identifiziere mal gerade hier diesen. Nein. Identifiziere mal gerade diesen. Aber vielleicht schaust du dann anders aus. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ich muss mal gerade herausfinden. Ich hatte doch Identifikationsrollen hier, da. Wisst ihr mal? Wow. Kannst auch einfach rechtsklick und identifizieren. Ach, das funktioniert auch? Okay. Das ist zweimal dasselbe, mehr oder weniger. Kann ich auch noch nicht benutzen. Da ist gerade irgendwas durch die Luft geflogen. Warst du das? Ich weiß nicht, aber ich war dafür verantwortlich. Also haben die Ragdoll-Effekte? Fliegen die hier rum? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, so mehr oder weniger, so richtig Ragdoll ist es nicht, aber die fallen hier teilweise runter. Und auch das Zeug, was sie mit sich nehmen, schmeißen sie hier so durch die Gegend. Guck mal, hier ist ein Hebel. Was wohl passiert, wenn ich da dran drücke? Au Gott, Hilfe! What did I do? Why did I do it? Gold darunter gefallen. Aber man kann es von oben aufheben. Oder auch nicht. Was ist denn hier mit den Hebeln? Das ist doch wahrscheinlich ein Rätsel, womit wir dann diese Tür da aufkriegen. Also erstmal alles leer räumen. Fangen wir doch damit mal an. Das heißt nicht, dass du da unten an den Hebeln spielen sollst. Das heißt, dass du mir helfen sollst. Die verdammten Ratten zu vernichten. Bis ich da bin, bist du eh schon fertig. Was sagst du jetzt so? Guck mal, da oben ist ein Dicker. Mit dem will ich mich nicht anlegen.
Dein Ressort. Noch einer. Und zwar der das da. Okay. So, jetzt müssen wir anfangen mit den Hebeln dann zu spielen, würde ich mal behaupten. Da liegt eine Notiz. Da liegt eine Notiz. Mit der ich nichts tun kann, oder? Kann ich was mit dieser Notiz tun? Gehen wir das noch einmal durch. J. Nein. Todeswarten. Nein. Wissen. Leistung. Nein. Nein. Okay. Du hast es jetzt schon irgendwie geschafft. Ich habe heute nicht besten Hebel gedrückt. Sehr gut. Sehr gut. Aua, hier war schon wieder eine Falle. Kommen wir hier auch wieder raus? Ah ja, da hoch, natürlich. Dieses Tor da oben ist aber nicht aufgegangen. Hier unten müssen wir lang. Hier drüben. Hier geht's weiter. Gott sei Dank kann man das an- und ausschalten. So verläuft man sich nur mittelmäßig schwer. Ich habe gerade so ein Fass runtergeschubst. Das ist ja verrückt. So, irgendwie doch Ragdoll-Effekte. Ah, der hat jetzt aber nicht lange gelebt, ja. Ist das hier? Kann ich überhaupt nur gieren? Okay, jetzt müssen wir wieder raus. Typisch, typisch RPG, man kriegt immer nur Sachen, die man selber nicht brauchen kann. Nö, das war es für mich, Guardian Fighter. Achso, okay. So, jetzt geht das Tor auf. Bist du gerade gegen eine Wand gerannt? Anschauen muss. Achso. Du siehst nämlich aus, als hättest du einen miesen Lag oder sowas. Ne, wenn man gegen die Wand läuft, dann hört wohl die Laufanimation auf. Ja, tut sie. Flea Bottom. Das kennen wir auch aus. Hier. A Song of Fire and Ice. Also. Wie heißt es im Deutschen? Nein, A Game of Thrones, das ist einfach die Serie. Das ist aber eigentlich nur der Titel von einem Buch, wenn ich mich nicht täusche. Oh wow, hinten sind ganz, ganz viele Fernkämpfer. Mit denen sollten wir uns mal zwischenzeitlich beschäftigen. Also, dass der Loot so komplett in der Gegend herumfliegt, das... Ja, das ist eigentlich ein bisschen seltsam. Das ist schon wieder Schule für dich, oder? Yes. So, was hat er denn zu sagen? Der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher,
Aber der Karsow mich hier meinem Schicksal überlassen hat, und nochmal Schuhe. Niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsow verkrochen hat und auch wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Das sind sogar die gleichen Stiefel wie eben. Okay, warte mal ganz kurz. Ich ertrage das hier an dieser Stelle nicht mehr. Ich muss mir diesen Scheiß hier anhören, diese furchtbar schlechte Voice-Acting-Kacke. Ich versuche jetzt aus dem Stegreif diesen Text besser zu sprechen, als dieser wahrscheinlich hochbezahlte Voice-Actor es gerade getan hat. Ja, ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher, aber Karsow hat mich hier in meinem Schicksal überlassen. Also ich bin niemand mehr was zu verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsow verkrochen hat und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Ja, werde ich doch mal sehen, was man da tun kann. Ja. Die Leute überhaupt keinen Sinn und kein Gefühl für ihre Charaktere haben. Ehrlich, es ist so grauenhaft. Ich kann mir das nicht anhören. Schrecklich. Nicht, dass es jetzt tausendmal besser gemacht hat, sondern es war immer noch besser als das. Ich muss kurz meine Schuhe anziehen. Definitiv theatralisch. Kann ich noch nicht. Ja, das ist bei denen einfach alles so, das ist so ein komischer Kirchensing-Sang, den die da immer sprechen. Ja? So, dann geben wir das jetzt mal schnell ab. Dann erklären wir dem komischen Elfenkollegen da unten an den Toren von Black Lake, was wir gerade erlebt haben. Weil wir haben jetzt herausgefunden, wo die Krone ist. Und auch der Typ, der die Krone geklaut hat. Das müssen wir jetzt direkt weiter sagen, bevor wir alles wieder vergessen. So, hier. Erstmal die komischen Nebenquests da abgeben, wenn man da was abgeben kann. Ja, da gibt es nochmal ein bisschen Geld und Erfahrung, immer gut. Hier, Kollege. Gothwin hat uns alles verraten. Wir wissen, wo das weiß ich schon. Steckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. So. Und ob wir die Krone, bevor der Tag zu Ende ist, zurückerhalten, das erfahrt ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Vielleicht auch nicht, je nachdem, wie sehr die das hier in die Länge ziehen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, ein Like bei Facebook hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal in Neverwinter mit Peter Bus und Udo Kaas. Bis dann.